Moin Moin und herzlich willkommen, ihr Nasenbären, hier zur Eisenbahnromantik bei DLP-TV, liebe Freunde. Heute wieder mit einer Folge The Raven und das ist schon die fünfte. Five. Ja, ich habe mich ein bisschen belesen, liebe Freunde, was denn hier das Problem sein könnte. Und ich bin so ganz leicht und so ganz geschmeidig mit reingerutscht durch den Herrn Basti. Na? Wo es hier denn weitergehen könnte? Sonst merke ich ja hier noch 12 Staffeln rum, liebe Freunde. Und ja, oh, ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen. Stopp, oh. Könnt man das sehen? Ja, ne? Gut. Muss ich ja machen, weil ich nehme ja bloß bestimmte Größen immer auf. So, und jetzt gehen wir gleich mal den Hinweis nach, ne? Wollen wir gar nicht rumflunkern hier mit unserem Detektiv Zöllner, alias Columbo. Umi! Sitzt ja immer noch. Schon 3 Folgen hier. Mann, die wird auch nie trocken. Nein, nein, die wird auch nie satt. So, Achtung! Eine Kiste mit einem Vorhängeschloss. Ich würde vermuten, dass sich darin Werkzeuge für Bahnmitarbeiter befinden. Vielleicht fürs An- und Abkoppeln der Wagen. Auf jeden Fall ist der Kasten so angebracht, dass man ihn vom Boden besser erreichen kann als von hier oben. Hui! Öffne die Kiste! Na, so ein Zufall aber auch! Hui! Und abgeschlossen. Bang, bang! Keine Bewegung! Matt, bist du des Wahnsinns? Ich schieße? Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig abholen. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie sind ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins am Fenster vorbeigeflogen. Ja, ja, schon klar. Abmarsch. Oh Mann. Betrachte die Kiste. Wir sind schon weiter als in den letzten 2 Folgen. Die Kiste ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ohne Schlüssel bekomme ich die nicht auf. Schon wieder ein Schlüssel. Wollt ihr mich verarschen hier? Die Kiste ist mit einem Holzpistole. Wen bedrohen wir denn jetzt mal hier? Inspektor Legrand hat sich klar ausgedrückt. Ich soll den Transportwaggon nur betreten, wenn ich etwas Neues zu berichten habe. Wo ist denn der Junge hin? Ich muss den bestechen. Ich lasse ihn besser seine Zeitung lesen, solange ich keine wichtigen Fragen habe. So, wir suchen jetzt mal den Jungen, wo der auch schon wieder immer wieder hin ist. Wo der gerade herkam, keine Ahnung. Oh, Herr Wachtmeister? Ja, bitte? Ich hoffe, mein Sohn hat Ihnen keine Umstände gemacht. Er lief gerade wütend und wortlos an uns vorbei. Normalerweise ein Zeichen dafür, dass ihm jemand die Grenzen aufgezeigt hat. Ich fürchte, es war so. Er hat mir einen Streich gespielt, den man als gefährlich bezeichnen muss. Ich sah mich gezwungen, ihm zur Strafe seine Holzpistole abzunehmen. Ich verstehe. Und ich danke Ihnen. Maddie ist ein sehr lebhaftes Kind. Manchmal fehlt ihm einfach die starke väterliche Hand. Wo ist denn Mads Vater, wenn ich fragen darf? Er ist nicht mehr da. Oh, ich verstehe. Wollen Sie mir Maddies Pistole vielleicht da lassen? Dann müssen Sie sich nicht darum kümmern. Gern. Ich habe ihm gesagt, er bekommt sie erst in Venedig zurück. Natürlich. Noch einmal vielen Dank, Herr Wachtmeister. Mann, du aller Bengel, jetzt habe ich mir noch meine letzte Pistole, die ich je gehabt habe, wegnehmen lassen. Mann! So, wo ist denn dieser Junge jetzt hier? Mann, oh Mann, oh Mann. Los jetzt. Geh! Nein, geh! Gehen!
Um die Tür von hier zu öffnen, brauche ich entweder den passenden Schlüssel oder das richtige Werkzeug. Was nu? Warum wechselt das jetzt nicht in ein anderes Screenshot? Mann, ja. Junge. Am besten kümmere ich mich erst um eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen und unterhalte mich dann noch einmal mit dem Professor. Solange das... Das ist der Junge. Schön. Hin. Hallo, Matt. Ach, komm schon. Willst du den Rest der Fahrt sauer auf mich sein? Bis ich meine Pistole wieder habe. Ich hab sie deiner Mutter gegeben. Oh Mann, hättest du es nicht einfach bei einem Donnerwetter belassen können? Hättest du dann was daraus gelernt? Hab ich so auch nicht. Wir bestechen ihn jetzt mal mit Bonbon. Willst du vielleicht ein Dröpsli? Du glaubst wohl, du kannst mich bestechen. Dröpsli! Ich habe keinen Grund dazu. Du hast Unfug gemacht und bist dafür bestraft worden. Sieh es als Friedensangebot. Nur vier? Wenn ich schneller bin als du, sind es nur noch drei. Hey! Wieder Freunde? Also. Na also. Und kein gefährlicher Blödsinn mehr. Ja. Aber jetzt mal etwas ganz anderes. Die Baronin da hinten im zweiten Abteil vermisst ihre Brieftasche. Hast du eine Ahnung, wo die stecken könnte? Und ob? Der da drüben. Der mit dem Geigenkasten. Was ist mit dem? Der hat in Zürich was aufgehoben und es in seinen Geigenkasten gepackt. Tatsächlich? Ja. Und dabei hat er sich umgeguckt, ob ihn auch niemand beobachtet hat. Aber du hast es gesehen. Mhm. Und hast du auch gesehen, was es war? Nicht so richtig. Deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber jetzt glaube ich, dass es die Brieftasche von der Baronin war. Das sollte ich herausfinden, oder? Finde ich auch. Das sehe ich auch so, liebe Freunde der guten Bahnromantik. Deine Mutter ist also Gesellschafterin von Lady Westmacott? Ja, aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe auch erst gedacht, wie unsympathisch muss man sein, damit man für Freunde bezahlen muss. Aber die Lady ist echt in Ordnung. Ein bisschen schrullig und schon ganz schön alt. Aber sonst ist sie spitze. Sie mag mich. Hat einen seltsamen Geschmack, die Lady. Hey! Ich sollte mich auch heute mal wieder rasieren, sonst sehe ich bald aus wie Baume. Mann, wenn ich jetzt gerade mal so hier anfasse, das ist ja übel. Weil ich gerade mal den schönen Schnauzer hier sehe von unserem Detektiv-Zöllner. Und du und deine Mom? Ihr wohnt beide auf dem Anwesen der Lady Westmacott? Ich nur in den Ferien. Die meiste Zeit des Jahres bin ich im Internat. Stelle ich mir nicht so schön vor. Doch, ist ganz in Ordnung. Ich habe meine Freunde da. Im Haus der Lady muss man immer leise sein. Und ich darf keine Freunde mitbringen. So ein großes Haus mit so vielen Versteckmöglichkeiten. Und niemand, der mit einem Verstecken spielt. Du hast es genau erfasst. Und seit wann arbeitet deine Mutter schon für die Lady? Seit 2 Jahren. Und dein Vater? Was macht der? Der ist zu Hause geblieben. Früher bin ich mit ihm immer angeln gegangen und jagen. Ich durfte sogar schon mal mit einem echten Gewehr schießen. Und dann? Dann hat Mom sich mit ihm gestritten und er ist weggegangen. Da war ich 7. Ja, also ist er doch nicht da. Ja, zu Hause geblieben. Oh, und wie alt bist du jetzt? In 8 Monaten werde ich 9 Jahre alt. Und weißt du schon, was du mal werden willst? Einbrecher vielleicht? Nein. Mal sehen. Schauspieler vielleicht. Tatsächlich? Also ich weiß nicht. Dafür braucht man wirklich eine Menge Talent. Ich selber bin Schauspieler in einer Theatergruppe. Ja? Und ob? Und ich bin einer der Besten bei uns, wenn ich das so sagen darf. Ich gehe voll und ganz in meinen Rollen auf. Verstehst du?
Ich rede dann nicht nur wie meine Figur, ich denke wie sie. Ich werde zu der Person, die ich verkörpere. Denn nur so kann man... Matt, alles in Ordnung? Ich glaube, als Schauspieler muss man nur gut Sachen nachmachen können. Das war nicht schlecht. Grausam, aber nicht schlecht. Ja, unser Polizist Zöllner ist doch wohl Schauspieler, oder nicht? Er ist doch gar kein richtiger Polizist hier. Wir sind alle nur in einem Spielfilm. Auch ich. Ich bin der Geschichtenerzähler im Hintergrund. Sag mal, hast du irgendwo den Stuart gesehen? Nee. Vorhin lief er hier immer rum. Hoffentlich haben sie ihn nicht in Zürich vergessen. Was sollt ihr denn machen? Ich suche einen Schlüssel, mit dem ich eine Kabinentür öffnen kann. Hast du mal in seinen Sachen hinter der Theke nachgeguckt? Die Schubladen werden bestimmt abgeschlossen sein. Kannst du sie nicht aufbrechen? Oder knacken, wie der Rabe? Gut möglich. Dafür bräuchte ich aber ein Stück Draht oder so etwas. Frag mal meine Mom. Die hat immer ganz viele Haarnadeln dabei. Sie mag es nicht, wenn der Wind ihre Haare unordentlich macht. Danke für den Tipp. Mach's gut. Mach's besser. Ja, gibt's doch zu. Ihr habt doch echt geflunkert. Das konntet ihr doch nicht wissen. Ne? Das mit der Haarklammern, das kam doch schon... der vorletzten Folge, habt ihr mir das schon gesagt. Wie konntet ihr das wissen? Habt ihr da ein bisschen geflunkert, hä? Aber schön. Frag Mama. Mama. Mama hat alles. Mama, gib Haarklammer, los. Detektiv Zöllner muss ja ein bisschen knacki machen. Miss Miller? Ja? Haarklammer, Haarnadeln. Entschuldigen Sie die ungewöhnliche Bitte, aber Matt meinte, Sie hätten Haarnadeln dabei. Könnten Sie mir davon eine geben? Eine meiner Haarnadeln? Es ist eine lange Geschichte. Sie würden mir sehr damit helfen. Nun, wenn Sie... Nun machen Sie schon, Mary. Der Herr Wachtmeister wird schon keinen Unheil damit anstellen. Oder, Herr Zellner? Nein! Natürlich nicht, Madam. Her damit! Ist diese recht? Natürlich, Madam. Groß sehr genug. Freundlich von Ihnen. Goodbye, Miss Miller. Goodbye, Wachtmeister. Jawohl! Endlich haben wir diese Haarnadel. Jetzt können wir endlich mal einen Einbruch begehen. Oder einen Diebstahl. Schön! Ihr seid die Besten. Ihr habt's gewusst. Aber ich frage nicht wir. Ihr habt bestimmt eure Gründe. So. Und plötzlich bin ich der Dieb hier an Bord. Auf! Nanu, das war noch leichter als gedacht. Batterien, eine Zahnbürste, ein Rasierpinsel. Aber kein Schlüssel, der zu einer Kabinentür passen könnte. Nur der hier. Zu klein für die Tür, aber vielleicht trotzdem nützlich. Ich weiß wo. Raus, los. Ich hab zu tun. Wir kommen der Sache etwas näher. Das hätten wir. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. Pass auf, dass nicht runterfällt, mein Freund. Inspektor Legrand hat sich klar aus... Ich soll... Ja? Wir sind schon weiter als in zwei Folgen. Schön. Zorro kommt! Damit sollte ich den Bolzen sicher zu fassen kriegen. Nun los, beeilen Sie sich doch!
Hallo? Das Fenster hatte ich nur einen Spalt breit offen gelassen. Nichts zu sehen. Oh, meine Mütze! Ah. Alles in Ordnung? Hm? Ja, bestens. Haben Sie eine Idee, warum die Tür verschlossen war? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich das Schloss durch die ständigen Erschütterungen von selbst geschlossen. Das glauben Sie hoffentlich selbst nicht. Was ist denn Ihre Theorie? Der Schaffner könnte die Tür von außen verschlossen haben. Es könnte allerdings auch jemand hier im Abteil gewesen sein und die Tür von innen verriegelt haben. Wer? Und wo ist er hin? Er könnte dort hinausgeklettert sein. Wer wäre so verrückt? Das müssen Sie mir sagen, Herr Professor. Also, was verstecken Sie in der Tasche? Was haben Sie, das sich zu stehlen lohnen würde? Nein, nichts. Keine Wertgegenstände? Nein, doch nicht bei meinem Gehalt. Für ein Erste-Klasse-Abteil in einem Luxuszug hat es gereicht. Das ist meine Angelegenheit. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Professor Lucien. Das sehe ich nämlich auch so, liebe Freunde. Er hat bestimmt Bares mit Wahres. Ich würde mich gerne noch ein wenig umsehen. Natürlich. Ich würde zu gerne wissen, was der Professor vor mir versteckt. Aber ich kann nicht einfach das Gepäck unbescholtener Bürger durchsuchen. Das hier sind die 60er. Und die 70er und 80er sind nicht anders, glaubt's mir. Ui. Sehr schöner Füllfederhalter, den Sie da haben. Nicht ganz günstig. Wenn Sie als erster Mensch eine 3000 Jahre alte Hieroglyphenschrift entziffern, bekommen Sie auch so etwas geschenkt. War das jetzt ein bisschen Sarkasmus? Ich bin Oberdetektiv Zöllner. Mir steht auch so ein Füller zu, Freunde. Mann. Die Bibel, Grimms Märchen, Moby Dick und Gin, Whisky, Rum. Alles Klassiker. Nein, nichts Interessantes zu entdecken. Was haben wir denn jetzt übersehen? Angenommen, hier war tatsächlich jemand im Abteil und derjenige ist aus dem Fenster geklettert. Wo ist er hin? Weg. Professor Lucien? Ja? Ach, nix! Ach, nichts weiter. Also, schön. So, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind hier heute schon ein bisschen weitergekommen. Und nur durch eure Hilfe und durch Bastis Hilfe. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen positiven Kommentar da oder auch ein Abo. Mir wird es auf jeden Fall freuen. Und Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Euer Fussel.